Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Spiel 7 Days to D. Wir werden gleich mal eine Tür bauen, und zwar die Tresortür. Es dauert etwa 3 Minuten, 2,5. Derzeit gehen wir runter und gucken mal, was da die Säcke oder so ergibt. In der Hoffnung, dass keiner uns versucht. Weil die Tür würde ich jetzt einfach bauen, die brauche ich aber noch ein paar Minütchen. Oh, wieder ein Sack weg. Ja, wäre die Tür aufgelassen, dann wurde ich eh nie aufgehalten, ne? Ja, eine schöne Tür. Säcke sind weg, du. Scheiß. Ja. Was müssen wir tun? Die sind hier runtergesprungen und sind hier hoch. Ja, logisch. Hier geht's auch hoch, ne? Gut, ich wollte hier noch bauen. Wollte. Die Dinger sind alle weg. Schlecht, ne? Klar, logisch. Ja, immer mal die Gamma runterstellen. Dass wir Standard, ne? So, jetzt wieder normal. Wir müssen immer die Tür bauen. Und dann werden wir hier das Ding entsprechend aufwerten, beziehungsweise hier immer zumachen. Aber direkt an den Ohren. Hier haben sie mich jetzt in Ruhe gelassen und da ist beschädigt gleich. Okay, das kann andere Gründe haben. Und hier hier ist eigentlich top, perfekt. Nur leider, ja, hier muss ich ein bisschen aufwerten. Da oben ist so wichtig. Wichtig ist das allgemein. So, die Tür fertig wird, ne? Dann muss ich hier unten noch die ganze Ecke aufwerten. Also die Ecke aufwerten komplett bis zur Ecke. Ja, gut. Es hat ja so im Großen und Ganzen gut funktioniert, nur dass sie plötzlich hinterhalt, ne? Also dass sie plötzlich von da gekommen sind, ne? So, wo ist das scheiß Ding? Noch nicht fertig? Man braucht Ewigkeiten. Sollen wir mal kurz ausladen? Beziehungsweise wir holen uns mal eine Erdbohr raus. Ne? Wir wollen mal das Loch bisschen tiefer machen, so Stahl. Können wir eigentlich rausnehmen. Weil die möchten hier unbewusst mal was aufwerten. Das wäre nicht gut. Also nicht so prickeln. So. Das wäre das. So. Da mal gucken. Ich habe irgendwo Erdbohrer gesehen, ne? Also. Da haben wir eben. Benzin haben wir auch dabei. Benzin haben wir hier. Da nehmen wir einen Schluck Specht. Dann werden wir gleich mal entsprechend das aufwerten. Dann nehmen wir das gleich mit. Stahlgerüst. Oder wir machen gleich hier das aufbauen. Und können dann hier. Ja. Stein und Lehm. Dann werden wir hier mal gleich in der Werkbank. Gut, Tür ist fertig. Dann werden wir gleich mal hier in der Werkbank das Ding bauen. Pflastersteine. Fertigen wir, das können wir hier machen, ne? Wollen wir nicht bei uns machen. Da oben das eine Werkbank ist, ne? Nicht bei mir. Und bei uns stellen wir jetzt her. Wir stellen jetzt her Spielstadion 106. Na, kein Wunder, so stark sind. Ne? Wir werden Dings herstellen, also unsere Steine. Und zwar die Steinblocks. Muss ich mal kurz gucken, wo die sind. Weil das ist meistens nach ersten Nahrung oder Design. Wissenschaft auch nicht. Grundlagen auch nicht. Gebäude. Da. Maximal fertigen. So, dann werden wir ganz kurz runtergehen. Und die Tür einbauen, ne? Damit sie hier mir in Ruhe lassen, ne? Das war ja soweit ganz gut gewesen.
Obwohl ich von der Seite nicht begeistert bin. Sondern eher von der Seite. So, dann wollen wir Stahl haben, ne? Ja, wollen wir gleich mal erledigen, Broschen, ne? Was kann ich nun Kalle gebrauchen hier? Besuch hier. Besuch ist halt nicht erwünscht. Ja, ich habe eine neue, meine Eisenmine ist übrigens verbraucht, in Anführungszeichen. Da muss ich jetzt sagen, werde ich demnächst nochmal buddeln. Und zwar geht's Richtung. Schläft der Arm ein. Bekannte gelegen hier. Gut, nicht anders. So, dann wollen wir was bauen und immer was wegbuddeln. So, das wird das. Und jetzt werden wir mal ganz kurz. Picke wegnehmen und den Bohrhammer rein, ne? Dann werden wir ganz schnell das hier wegnehmen, dass wir hier nicht hochkommen mehr, ne? Denn das, die Blöße wollen wir nicht mehr mal geben. Dann werden wir gleich hier die entsprechende Wand ausrüsten, ne? Beziehungsweise hier mal was vorbauen. Unterbauen, ne? Damit sie mir nicht ins Haus einbuddelt. Unterirdisch zum Beispiel, ne? Und da fangen wir hier mit den Kleinen an, das reicht aus. Die können wir in der aller Ruhe aufwerten. So, das hier mal zu. Beziehungsweise wenn man da ein vor hinter ist schon zu und dann werden wir gleich hier vorne noch die Erde wegnehmen. Und da unsere Konstruktion nicht einstürzt, werden wir hier noch gleich mal was hinzaubern, ne? Erstmal Erde. Die muss nur weg. Ja, so eine Sachen mache ich immer meistens alleine, ne? Heute seid ihr mal dabei. So, hier ist immer zu, da kommen wir nicht hoch. Okay, nicht tragisch. Beziehungsweise ist tragisch, weil jetzt ist es ungünstig. Aufwerten können wir das nachher, das ist nicht so wichtig. Wichtig wäre nur, dass es hier stabilisieren, ne? So. Schauen wir mal, der Ton ist nicht so laut mit dem Gerät hier. Ansonsten kurz mal reinschreiben in die Kommentare, ob das eine. Dann kann ich es abändern, ne? So, das ist eigentlich jetzt hoch genug, drei Dinger. Mein gut, wir werden jetzt halber noch ein paar wegnehmen. Mein. Besser wäre, wenn wir die Schwachstellen kennen, ne? Wenn wir jetzt von vorne gekommen wären komplett, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser gewesen. Aber nur vielleicht. Man weiß es nicht. Und da oben muss ich auch noch Türen bauen. Wo wir dann sagen können, aha. Ich muss mal gucken, wie ich am besten rauskomme. Das kann mir jetzt irgendwie eine Sackgasse, ne? So, gut, das wäre das mal unterhöhlt.
Gut, das ist ein Felsen, das ist nicht tragisch. Ja, das ist die 7. Gut, die Ecke können wir nicht aufwerten, aber das ist nicht tragisch. Und da werden sie wohl keiner kommen, ne? So, dazu. Hier machen wir auch noch einen runter. Der Stabilitätshalber. So, jetzt ist hier 1, 2, 3, 4 Felder. Das müsste bei eigentlich normalerweise reichen. Von der Höhe her. So. Dann können sie hier gerne runterspringen. Soll man nicht stören. So, hier ist noch ein bisschen viel. Hier unten mal. Ja, jetzt habe ich keine Ruhe mehr. Ich muss beeilen. Und zwar ganz schnell. Und jetzt habe ich ein Problem. Und zwar ein gewaltiges Problemchen. Die Schreierin kann ich brauchen, die holt immer die anderen mit zu. Und ich habe jetzt für keine Zeit. So, darüber springen wir eine Option, ne? Da kommen wir rein. Ne? Big Mama. Kann mal stehen. Oh, gelben Sack. So. Hab ich doch klappt, wenn ich den Sack. Aber die anderen. Oh ja. Das andere nicht gesehen, ne? Gut. Gut, dass wir die Tür so schön hoch machen können, ne? So. Ich denke mal, wenn das hier so fertig gewesen wäre, komplett, dann wären sie auch nicht reingekommen. Aber das weiß ich nicht genau, ne? Also, ja gut, Spekulation, ne? Also, da müssen wir aufwerten, da auch noch aufwerten. Hier unten natürlich auch, ne? Also, na, das machen wir in aller Ruhe. Hier machen wir zu. Hier ist noch nicht, ach, da ist ja das Bettchen, ne? Apropos Bettchen, müssen wir gleich mal aufwerten hier. Cobblestone fehlt, ne? Jetzt ist ja noch kein Eisen, kein Stahl drin in meinem Inventar. Denn hier alles mit Stahl aufzuwerten, das wäre ja, unsinnig, kann man sagen, ne? Beziehungsweise sehr teuer, ne? Und das ist ja das Problem, ne? Können wir uns ja nicht leisten. Ne? Oh, du bist da hoch in die Pumpe. Die Herrschaften durch. Geht das heile? Ich meine, hier in dem Bereich wäre es gleich verkehrt, ne? Aber. Ich sag, wenn die erschossen werden, geht's ja. Aber wenn die immer eine Weile. So, dann bauen wir gleich mal noch Türen. Und zwar. Das war der Kellerschrank. Die brauchen dafür Stahl. Federn. Und mechanische Teile. Könnte sein, dass sie nicht reichen, die Federn. So, das muss fertig sein. Nicht fertig. Dann gehen wir mal Gebäude. Tresortür. Die brauchen da mindestens zwei. Hier oben sind zwei auf jeden Fall. Die eine Tür, gerade Tür, müssen wir zumachen. Dürfte reichen.
So, dann werden wir das hier wenn wir entfernen und zumachen. So. Weil 2,5, das ist zu schwach auf Dauer, ne? Also das ist die Einladung per se, ne? Türe und mindestens die ja, 5000 haben so die Tonteile, ne? Leider sind die Eisengitter nicht perfekt, die sind auch zu wenig noch, 2,5 glaube ich. Aber sie müssen das Beste nicht mal kriegen können, ne? Ich mache es hier zu, also immer auf und dann wieder zu. Hätte ich die anderen Typen vorher gesehen, dann hätte ich gesagt, okay, dann ballern wir sie ab, ne? Ach, hier können wir eine Tür einbauen, stimmt. Das ist auch gut. Oder Gitter, ja. Na, ich bin wieder ein Olle. Ist doch kein eingeladen, ne? Unscharf. Armschuss. Aber die Tür bauen dauert ein bisschen, ne? Aber so sind wir ja sicher. Wenn alles zu ist, dann geht's, ne? Oh, ne. Schläft der Arm ein. Ja, ich möchte mal allen danken fürs Reinschauen, ne? Und hier und da mal liken, beziehungsweise mal kommentieren. Ich bin noch eigentlich hier in der Beziehung noch echt unerfahren. Verzeiht mir den einen oder anderen Fehler, ob das nur ein Ton oder im Bild ist, ne? Das ist natürlich nicht so schön, aber hin und wieder kommen Updates, wo ich nicht mitbekomme, was los ist, beziehungsweise wo ich dann zu spät mitbekomme, ne? Wenn ich ja mehrere Folgen aufnehme meistens. Ich hab doch hier den anderen haben wir schon, ne? Also den Nagelpistole, wo ist jetzt wieder hingepackt? Oh, ist gefährlich. Ah, aufwerten mit Stahl würde ich nicht. Das ist mir dann doch zu teuer. Die Nagelpistole, wo ist die? Man kann da besser aufwerten, ne? Also schneller vor allen Dingen. Machen wir mal so. Deswegen bin ich schon Beton. Deswegen mal ganz kurz über den Schmelzofen gehen und da noch Steine reinbringen, ne? Dann haben wir 6000, da haben wir knappe 6000 haben wir noch nicht, aber fehlt ein bisschen, aber in der Richtung. So, Steine haben wir da. Da nicht. Hier haben wir Steine, einmal 6000 und dann können wir das wieder rausnehmen, aber am besten in der Mitte rein, ne? Ich muss mir irgendwas angewöhnen, dass ich immer irgendwo hinpacke, wo ich mal weiß, wo es ist, aber leider. Man nimmt sich was vor und am nächsten Tag ist es weg. Gut. Wir können ja hier auch Stein einschmelzen, ne? Hier sind diese Dinger drin. Ein bisschen beschleunigt, Sache. Haben hier schon Zement drin, das ist gut. Und dann können wir gleich hier wieder Zement herstellen. Da eh noch läuft, ne? Und hier sind wir es bei. Das dauert eine Weile. Eisen haben 3, Blei. Blei, wir könnten ja schon mal Geschossspitzen herstellen. Was wir brauchen ist Messing, ne? Also wird leer. Das wollen wir nicht beenden. So.
Die Kiste ist stark beschädigt, das ist nicht gut. Das wäre äußerst ungünstig, wenn man diese kaputt gehen würde. Und dann wird der Inhalt weg, ne? Das ist schlecht. Obwohl ich gut gemischt habe eigentlich, was eigentlich ein Nachteil ist. Aber dann wäre trotzdem jammer schade. Ja, die Türen wollte ich eigentlich erneuern, ne? Also so. Ich suche mal eine doofe Nagelpistole. Gibt's doch gar nicht. Nicht drinne. Gut, Pistole, Tür fertig. Na gut, dann wollen wir abbrechen, ne? Eins, zwei, drei. Dann werden wir gleich noch ein paar Teile rausnehmen. Und dann gleich mal nochmal eine bauen, ne? Denn das geht nicht. Wir können ja nicht hier auf schlechteren Werten aufbauen. Aber wir wollen doch hier zumindest was Gutes haben. Ne. So. Die guten Teile zurück. Zurück. So. Was kann noch zurück? Bruchsand. Steinblock kann auch zurück erstmal. Lehm auch. Na, Lehm würde ich lassen. Ja, da ist Lehm. Na. Jetzt wollte ich mal loswerden, ne? So. Das haben wir aufgewertet. Die ist auch aufgewertet. Müssten wir mal immer sehen. Die ist noch nicht fertig. Nehmen wir raus. Brauchen wir so nicht mehr. Zement haben wir da. Gut. Jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Und zwar die Bruchsand, den kann ich rausnehmen. Steine? Junge, was für Steine gelassen? Aber ich muss hier in der Ecke. So. Beton ist ganz wichtig, also ohne Beton läuft nichts. Dann können wir nicht aufwerten. So. Die erste ist fertig. Dann werden wir gleich mal die einbauen und zwar von außen. Ah, mal gucken. Man, hier konnte ich sehr hervorragend erschießen, ne? Aber ja, hier kamen sie hoch, ne? Blöd. So, wie sollen sie aufgehen? Am besten außen, ne? Ja, ich habe Gäste hier. Die Wanderhorde! Brüder und Schwesterchen, sieht bald gleich aus.
Ja gut, hier kommen wir rauf. Wanderhorde. Munitionstechnisch müssen wir sehen, da müssen wir runterkommen. Irgendwie wollte ich noch rüberfahren zum nächsten Haus und wo wir schon mal waren und da ein paar Häuser ausräumen, ne? Aber heute gehen wir hauptsächlich bei und machen Reparaturen. So. Weil im Grunde ist es besser, die sind ja. Ja, so ist gut. Steht nicht im Wege. Noch eine fertig. Dann nehmen wir die drei und die. Reißen wir die Tür wieder weg, ne? Wissen mal Optionen gehen, Ton, Audio, Musik und Geonochdecke. Nee. Das, was wir hören, ist, ne? Normalerweise Tür ist aufgewertet. Aber gut. Nachts war nicht anders möglich, ne? Man weiß ja nie, ob noch mehr kommen, ne? Und dann haben wir ein Problem. Aber ein Erdbohrer geht auch ziemlich schnell. Und das sollte dann kein Problem sein. So. Ja, so will ich es haben. Und dann noch aufwerten. Habe ich hier zugemacht? Ja, da ist zu. Das ist nämlich so eine Sache. Wenn da nicht zu ist, dann können es trotzdem rein, ne? Okay. Wir müssen mal sehen, Eisen. Also Stahl. Und dann werden wir hier das mal zurückstellen. Und das können wir auch zurückstellen. Aber mein Nagelhammer findet nicht. Ich weiß, wo er ist. Meistens seht ihr ihn nicht im Wald von Bäumen nicht. Schön sagt. Der sollte schon entsprechend aufgewertet sein, ne? Hier auch. Gibt doch ein bisschen XP, ne? Eisen 2,5. Wenn man das aufwerten könnte, dass das noch eine Stufe höher wäre, das weiß ich nicht. Das wäre eigentlich perfekt, wenn man auf 3000 oder so machen könnte. Wow. Wer denn da sich jetzt randaliert? So. Hat der nie gelassen? Da ist Zement. Cobblestone, ne? Ach, die habe ich hier. Oh, Tür fertig. Wieso ist da so beschädigt? Haben wir da versucht reinzukommen? Nicht schön, ne? So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Bin mit Bauen noch nicht fertig, aber
Wir beenden mal die Folge. Weil, wenn ich losziehe und was erkunden will, hole ich euch ab. Oder es passiert was Wichtiges, dann hole ich euch auch ab. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Ja, fleißig sehen wir uns dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.